Hallo, ich bin's Carsten Stahn. Ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland und Österreich. Wisst ihr, seit vielen Jahren, seit nun schon 8,5 Jahren, setze ich mich gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung, gegen Mobbing, gegen Hass und vor allen Dingen für die Gemeinschaft, für Zusammenhalt ein. Und eigentlich waren wir mal ein Land, was sich ganz klar gegen Diskriminierung eingesetzt hat. Da haben wir uns immer auf die Schultern geklopft, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Antisemitismus. Da standen wir ein. Und jetzt sind wir mittlerweile dabei, dass Diskriminierung Mittel zum Zweck ist. Und damit die Spaltung vorangeschritten wird in unserem Land. Und immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das wird dann noch verstärkt durch Hetze, durch auch die einen oder anderen Medien, die dabei wunderbar mitmachen. Und dann zieht man sich gezielt auch irgendwelche Prominenten raus, wie Herrn Kimmich oder Nena oder auch andere, die ihre Meinung sagen, die sie ja übrigens sagen dürfen und noch Recht auf ihren Körper haben. Und dann werden die dann auch noch attackiert, bloßgestellt und gezielt angegriffen, damit andere sich nicht auch trauen, den Mund aufzumachen. Und das tun ja viele auch nicht, weil sie einfach Angst haben, das könnte ihnen in irgendeiner Weise schaden. Aber wisst ihr, Angst und Panik zu schüren, verändert nichts, es macht es nur schlimmer. Kann sogar gefährlich enden. Und diese Diskriminierung und diese Spaltung unserer Land, die kann sehr, sehr gefährlich enden. Und das ist etwas, was mir sehr aufstößt, weil das ist auch meine Arbeit. Und deshalb bin ich auch in die Politik gegangen, um da etwas zu bewegen und zu verändern. Und weil ich da nicht einfach dabei zugucken kann. Das kenne ich schon aus den letzten 8 Jahren, wie sie sich beim Kinderschutz wegducken. Nicht mal eine Partei hat das Thema Kinderschutz vor den Wahlen angesprochen. Und ich kenne es auch, dass die Politik lügt, korrupt ist, nicht alle, aber viele, und ihren eigenen Interessen folgt oder Copy and Paste macht, Ideen anderer klaut und Wahlversprechen bricht. Ist nichts Neues für mich. Und wenn man in die Geschichte zurückguckt, ist das auch nichts Neues. Aber das, was jetzt hier auch ist, das ist schon was Neues, dass Diskriminierung gefördert wird oder toleriert wird. Ja, und dann auch Schuld auf andere geschoben wird, obwohl die Schuld ja teilweise genau bei denen liegt, die sich hinstellen und gerne Schuld zugeben. Ich meine, wenn man in so einer Situation, einer Pandemie, wo Menschen krank werden, Krankenhäuser abbaut, und das könnt ihr nachlesen, oder auch Intensivbetten abbaut und die Krankenhäuser dafür sogar Geld bekommen, wenn sie die Betten abbaut, dann fragt man sich doch schon, was läuft hier? Intensivbettenskandal wurde übrigens auch nicht weiterverfolgt. Ja, genauso wie die Maskenkorruption und die ganzen anderen Scheiß. Nein, da gibt man kurz Pieps und dann ist wieder weg. Und die Leute machen schön weiter. Ja, den haut man mal auf die Finger, wenn überhaupt. Und jetzt, Impfpflicht. Damit, unabhängig davon, durfte nie wieder Menschen in Deutschland zu einem medizinischen Eingriff gezwungen werden, aber jetzt mal die Impfpflicht. Erstmal nur für Pflegekräfte. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass Menschen, und da werden nicht wenige sein, den Beruf, der sowieso schon weit unterbezahlt ist für das, was die leisten, hinschmeißen werden und sagen, das mache ich mit. Und damit wird das noch mehr forciert und noch mehr Probleme. Aber das schiebt man dann wieder auf. Ja. Auf wen auch immer, wa? Könnt ihr euch einen aussuchen. Sind ja meistens immer die gleichen. Auch das hat übrigens in unserem Land schon Vorbildcharakter. Man findet immer jemanden, dem man die Schuld zuschieben kann, nicht wahr? Aber die Politik, die zieht ihre Interessen durch. Aber Wahrheit in der Politik ist nichts mehr wert. Es wird gelogen, es sind Unwahrheiten ausgesprochen und es sind Widersprüche und Wahlversprechen, die gebrochen werden, hat nichts mehr wert ist aus dem Mund eines Politikers. Immer. Nicht alle, aber sehr viele. Und bei unserer Regierung, da müssen wir schon gar nichts mehr großartig sagen. Außer die, die das natürlich nicht sehen wollen oder können oder was auch immer. Also die Impfpflicht für die Pflegekräfte wird schlimme Auswirkungen haben. Das werden wir schon bald sehen. Aber die werden das dann schon wieder die Schuld umverteilen. Und das hier, schauen wir mal nach Österreich. Wie sie jetzt da immense Strafen für die einsetzen, weil die haben ja jetzt die allgemeine Impfpflicht. Und wollen sie einführen? Komischerweise erst in ein paar Monaten. Also, warum? Naja, ihr müsst eins wissen. Wenn die Impfpflicht eingeführt ist durch eine Regierung, also für ein Land, dann tragen die Verantwortung dafür. Jetzt ist sie ja freiwillig. 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 Das heißt, wenn ihr es macht, müsst ihr unterschreiben, da steht da so einen schönen Zettel, und da steht dann drauf, ja, dass mehr oder weniger mit eurer freie Entscheidung ist. Und was daraus passiert, was man ja nicht unbedingt weiß, ja, und bei jedem anders sein kann, dafür tragt ihr dann selbst die Verantwortung, ja? So, wenn es eine Impfpflicht gibt, eine allgemeine, dann ist es anders. Also macht man natürlich immer weiter Druck, auch in Österreich. Man sagt jetzt schon, welche Strafen, alle Vierteljahr über 3.600 Euro in der Spitze kann das sein. Also es kann richtig Kohle geben. Und für die
die nicht zahlen können, was kriegen die denn? Zwangshaft? Baut er dann eine eigene Insel für die Menschen, die nicht können? Aha, bin mal gespannt. Und unsere Politiker, besonders unser Talkmaster und Hobby-Gesundheitsminister, der ja mittlerweile ist, war ja mehr Talkmaster als Gesundheitsminister, vielleicht verändert sich das ja jetzt, der hatte ja auch schon angesprochen. Und wisst ihr, bei so viel Unwahrheiten und Widersprüchen, die Herr Lauterbach in der Pandemie von sich gegeben hat, weiß ich schon gar nicht mehr, was man hier eigentlich von dem Mann noch ernst nehmen kann. Aber nehmen wir doch mal zum Beispiel etwas, was er im Spiegel gesagt hat, um das einfach mal aufzuzeigen. Ich muss zuerst die vielen gewinnen, die glauben, ich bin schon zweimal geimpft, alles gut. Boostern ist kein Luxus. Erst mit 3 Malen ist man komplett geimpft. Also erst wenn man 3-mal geimpft ist, ist man komplett geimpft. Das war seine Aussage. Es gab auch Aussagen, dass man mit 2-mal geimpft ist, komplett geimpft ist. Das hat er gestern gesagt. Also die Menschen denken jetzt, wenn ich mich boostern lasse, dann bin ich komplett geimpft. Warum machen die das? Warum sagen sie nicht die Wahrheit? Und wenn man dann, und das ist jetzt wieder gut bei Herrn Lauterbach, weil er redet, dann erzählt er halt oft mal auch die Wahrheit. Also zumindest, was der Plan ist. Und wenn man sich denn das hier anhört, könnt ihr jetzt ja gerne mal selber hören, was er hier sagt, unser Gesundheitstalkmaster. Komm schon. Entschieden hat, die 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende. Die werden wir verfolgen. Wir werden Impfstoff beschaffen, um diese erfolgreiche Booster-Impfungskampagne in die nächsten Monate hineinzubringen. Und wir werden dann in den Monaten danach mit neuen Impfstoffen, die auf die Omikron-Variante angepasst sind, dieses Werk weiterführen. Wir werden so lange boostern und impfen, bis wir die Pandemie zu Ende gebracht haben. Das ist aus meiner Sicht die vordringlichste Aufgabe, die wir haben, die wir gemeinsam haben. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Wir werden so lange impfen und so viele Impfstoffe produzieren, bis wir die Pandemie besiegt haben, die sich immer wieder, wie auch andere Virusvarianten, anpasst. Naja, also ich buche dann jetzt schon mal einen Termin mit Dauerabo für 2030 für meine 47. Impfung. Wenn ich dann geimpft bin, nicht wahr? Oder wenn ich dann sicher bin. Und das ist das, was ich meine. Im Spiegel sagt er, mit der Boosterimpfung ist man dann komplett geimpft. Und da erzählt er schon wieder was anderes. Also welche Wahrheit ist denn hier wirklich wahr, Herr Lauterbach? Ich meine, ich finde es immer wieder schön, wie Sie die Wahrheit einfach herausplappern. Aber Wahrheit? Wahrheit, Herr Lauterbach? Wissen Sie, wie war das nochmal? Wahrheit? Ist eine großartige Arbeit, weil das... Wahrheit. Wisst ihr, da gab es mal einen schönen, also letztens, gab es vor kurzem erst, ist auch nicht lange her, da hat Herr Spahn gesagt, in der Politik geht es nicht um Wahrheiten. In der Politik geht es ums Abwägen. Das war der Mann, der vor Herrn Lauterbach dort Minister war. Der auch in viele andere Dinge mit verwickelt war, ja? Und beide sind ja auch welche, die der Pharma-Lobby sehr nahestehen. Aber wollen wir ja gar nicht mal drüber reden. Aber was? Wie ist das doch mit der Wahrheit nochmal? Das ist doch so eine Sache mit der Wahrheit. Darüber sollte man nochmal drüber reden. Ja? Jetzt kann es ja nicht sein, dass es darum geht, dass sich Politiker mit einem kritischen Thema beliebt machen, sondern es geht hier um Gesundheitsfragen. Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen? So. Will ich das ja nicht vorenthalten, was der liebe Herr Gesundheitsminister früher mal so von sich gegeben hat. Ich meine, politische Einstellung ist politische Einstellung, nicht wahr? Aber er sagt ja hier die Wahrheit. Er sagt ja hier, das ist es ja bei allem, was er sagt, sagt er ja hier wirklich die Wahrheit. Er hat ja, und das erkläre ich euch nochmal. Na, sag mal. Jetzt kann es ja nicht sein, dass es darum geht, dass sich Politiker mit einem kritischen Thema beliebt machen, sondern es geht hier um Gesundheitsfragen. Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie. Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Und da hat er sogar recht. Wenn man die Wahrheit sagt, dann wird man angegriffen, denunziert und verliert vielleicht sein politisches Amt. Und deswegen sind auch so viele lieber dabei, einfach mitzumachen, anstatt die Wahrheit zu sagen. In vielerlei Hinsicht. Und das erkenne ich und sehe ich schon seit vielen Jahren. Und das ist
der Lauterbach, der jetzt Gesundheitsminister ist, und davor Herr Spahn, der ähnliche Dinge äußert. Wisst ihr, wenn man so viele Unwahrheiten, so viele Widersprüche sagt, wie glaubhaft ist man denn? Wenn man sein Wahlversprechen bricht und jetzt darüber redet, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, wo man vorher sagt hat, das wird sich geben und das sind irgendwelche Spinnerfantasien, wie glaubhaft ist man dann? Ich weiß es nicht, das müsst ihr entscheiden. Ich weiß, und da bin ich schon lange noch dabei, wie die Politik sich wie eine Fahne im Wind dreht, wie sie auch lügt, wie sie auch betrügt, um an der Macht zu bleiben und sich gegenseitig die Hände zu reiben. Ja, alleine, wenn man sich die Voransprache hört, wie Herr Lauterbach, Herrn Spahn seine Arbeit lobt, die waren Spinnefeind. Aber jetzt, naja, die brauchen sich ja gegenseitig und im Endeffekt sind sie alle eins. Ja, und denken alle auch immer daran, hey, es geht hier um viel Geld, es ist ihr persönliches Einkommen und um Ruhm und um Bekanntheit und Beliebtheit und was weiß ich was alles. Ob ihr die mögt und ob ihr das alles richtig findet, was die Bundesregierung macht, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich finde, da gibt's einige Dinge, die man einfach ansprechen muss. Und weißt du, und ich krieg Briefe, E-Mails, gerade auch jetzt von jemandem, der mit mir zusammen Bündnis Kinderschutz Österreich macht, dass in den Schulen in Österreich die Schulleitern sich wagen, die Eltern anzuschreiben und ihnen zu sagen, oh, wir haben Knappheit mit den Tests, wir haben immer weniger Tests, wir haben Lieferengpässe, bitte impfen Sie doch Ihre Kinder. Das ist doch jetzt möglich, also impfen Sie Ihre Kinder. Machen Sie mal. Wir kriegen die Tests nicht ran, also impfen Sie Ihre Kinder. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was hier abläuft. Wir reden hier von Kindern. Und wisst ihr, wenn man das natürlich auch immer wieder sieht, man sieht ja auch jetzt diese ganzen Prominenten oder Influencer, die da diese Werbung gemacht haben für die Impfung oder auch jetzt Unternehmen, die Werbung dafür machen. Auch das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auch mir hat man sowas angeboten und auch Geld dafür, müsst ihr euch vorstellen. Wisst ihr, das will ich niemals machen. Weil erstens habe ich gar nicht das Recht dazu und zweitens will ich diese Verantwortung gar nicht tragen. Das ist untragbar, kann ich, würde ich nie. Es ist meine Entscheidung, was ich mache, aber ich kann nicht für andere entscheiden. Ob sich jemand impfen lässt oder nicht, muss der entscheiden. Aber wisst ihr, stellt euch mal vor, ich habe hier noch viele Menschen, die zu mir aufschauen, viele junge Menschen vor allen Dingen. Und wenn ich dann mich hinstelle, und mich dafür sogar noch bezahlen lassen, mir nicht schlecht, und dann sagen würde, lasst euch impfen. Genauso wie es falsch wäre zu sagen, lasst euch nicht impfen. Das muss jeder halt, wie gesagt, für sich selbst entscheiden. Aber sagt, lasst euch impfen. Nur stellt euch mal vor, dann irgendwann kriegt eine E-Mail und sagt, Herr Stahl, mein Sohn, ein großer Fan von Ihnen, jemand, der auf Sie hört, für den Sie ein Vorbild sind, der wollte sich impfen lassen, weil Sie gesagt haben, lass dich impfen. Und jetzt ist mein Sohn krank, vielleicht sogar in irgendeiner Form hat er vielleicht eine Behinderung oder schlimmer, wie das Kind in Cuxhaven ist tot. Und darüber wird ja auch nicht mehr berichtet. Fakt ist eins, ob das Kind in Cuxhaven Vorbelastungen hat, ist das eine. Entscheidend ist, wäre es nicht geimpft worden, würde es noch leben. Ob da einer versagt hat, weggeguckt hat oder was auch immer, es würde noch leben, wenn es nicht geimpft worden wäre. Das ist doch die Tatsache, aber da will keiner drüber reden. Und da soll ich als prominenter Mensch mich hinstellen und dieses Risiko, dieses immer dableibende Risiko, denn niemand kann hier garantieren, ob beim RKI sagt, dass die nicht sagen können, welche Nebenwirkungen vielleicht auftreten könnten. Und das musst du ja auch unterschreiben, dass du da dir selbst freiwillig einwilligst. Und wenn dann was passiert, dann bin ich derjenige, der damit leben muss. Und das könnte ich niemals. Das ist unverantwortlich, das könnte ich niemals. Wenn das andere Promis können und dabei auch noch Kohle verdienen können und ruhig schlafen können oder auch irgendwelche Firmen machen können, wenn sie das für richtig halten, müssen sie mit ihren Werten und mit ihrem Gefühl für sich vereinbaren. Ihr könnt das nicht. Und deswegen ist immer mein Appell, macht das, was ihr für richtig hält. Aber tut es nicht, weil andere es sagen oder andere es dafür werben, sondern tut es, weil ihr davon überzeugt seid. Weil ihr es wirklich wollt, weil ihr euch belesen habt. Und tut es bestimmt nicht, weil irgendwelche Talkmaster darüber reden. Eins könnt ihr mir glauben, dafür bin ich lange noch dabei. Die Politik handelt immer in ihrem Interesse, was ihnen nutzt. Und wisst ihr, so ein Druck, so viel Aufwand, so viel Geld wird investiert, in die Hand genommen, um eine Impfkampagne zu machen und die Menschen zum Impfen zu bringen. Aber dass Kinder in unserem Land missbraucht werden zu 10.000-fach im Jahr, Frauen vergewaltigt werden, Kinder sich das Leben nehmen. Übrigens noch nie so schlimm war es wie in der Pandemie. Noch nie so viele Kinder haben sich das Leben genommen. Noch nie so viele Menschen haben sich das Leben genommen. Noch nie so viel Missbrauch, Kinderpornografie. Aber dafür wird nicht eine Kampagne gemacht, dass da mehr passiert. Da wird geschwiegen, weggesehen und vertuscht. Natürlich, weil auch in den höheren Reihen, auch in der Politik, natürlich das ein oder andere davon nicht etwas ist, was ihm unbekannt ist. Und das finde ich einfach so
heuchlerisch, so erbärmlich, so widerlich, so widerwärtig. Aber was ihr tut und was ihr nicht tut, ist immer eure Entscheidung. Die will ich und würde ich euch niemals zu irgendwas raten. Ich mache das, was ich für richtig halte, mache ihr das, was ihr für richtig haltet. Aber ich finde, das, was hier in unserem Land abläuft, dieser Druck, diese Diskriminierung, diese Hetze, dass irgendwelche Arschlöcher mittlerweile an Geschäfte schreiben, kauft nicht bei Ungeimpften. Wo sind wir? Dass wir in irgendwelchen Warenhäusern irgendwelche Symbole oder Etiketten oder Armreifen tragen mit du bist geimpft und du bist nicht geimpft, damit man es erkennen kann. Überlegt euch mal, wo wir hier angekommen sind. Was hier passiert. Und dass man weder darüber redet, dass Menschen zu einem medizinischen Eingriff gezwungen werden. Aber geil, wie sie Menschen dazu bringen, ihren Job hinzuschmeißen, wie sie Krankenhäuser schließen in so einer Situation, wie sie Pflegebetten, wie sie Betten abbauen, all das. Und wie vor allen Dingen nur die Menschen zu Wort kommen, die das sagen, was sie hören wollen. Und alle anderen werden eingeschüchtert oder unter Druck gesetzt oder überhaupt nicht darüber berichtet. Wenn das eine Form der Demokratie noch ist, dass man nur die sprechen lässt, die das sagen, was man hören will. Und wisst ihr, liebe Politiker, liebe Regierung, weniger Unwahrheiten, weniger Widersprüche, mehr Offenheit und Ehrlichkeit und weniger nur an euch und eure Vorteile denken, sondern wirklich an die, um die es geht, um die Bürger in unserem Land. Vielleicht glaubt man euch dann auch wieder. Ich kann euch nur raten dazu, das vielleicht mal zu beherzigen. Vielleicht sind die Menschen auch wieder bereit, euch zu glauben. So wird das, glaube ich, kein gutes Ende nehmen. Aber wir müssen schauen, was wir in unserem Land zulassen und was wir nicht zulassen. Ich möchte mich nicht schuldig gemacht haben, dabei weggesehen zu haben und geschwiegen zu haben. Das kann und werde ich niemals tun. Nicht für meine Kinder, nicht für die Gesellschaft. Ich muss zumindest für mich in den Spiegel kicken können und sagen können, ich habe gewarnt davor, dass Dinge vielleicht passieren können, wenn man nicht wieder den Verstand und vor allen Dingen die Menschlichkeit einschaltet. Und die geht hier jeden Tag verloren. Traurig.